Kickstarter. Diese Musik ist Gänsehaut, instant. Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu Pillars of Eternity, Pfeiler der Unendlichkeit. Der weiße Marsch, nein, das ist die Übersetzung von Marsch, keine andere. Hallöchen, Ibims, euer Struppi Struppani, Struppi der Aufschieber und wie man mich auch immer nennt. Und ich begrüße euch und ich grüße euch herzlich willkommen zu diesem wundervollen Spiel und diesem wundervollen Projekt. Es geht los und ich werde auch keine großen Worte verlieren, bevor wir loslegen. Insofern sage ich einfach nur, die Augenfragen sind ja mittlerweile schon eine Weile durch. Der Charakter ist entstanden und wir werden ihn gleich kennenlernen. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Projekt, das ich immer wieder irgendwie aufgeschoben habe, weil ich eine coole neue Idee hatte, was ich alles krass implementieren könnte, nur um es dann irgendwie doch nicht hinkriegen zu können, wird so eine gewisse Selbstfindung. Mal schauen, wie es ist. Ich sage auf jeden Fall nur, das Spiel ist der absolute Hammer. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Und ihr werdet es so zu lieben lernen, wie ich es tue. Und damit geht es hinein in ein neues Spiel, in dem ich meine Maus aus irgendeinem Grund aus diesem Kasten hier nicht rausbewegen kann. Okay, das haben wir bestimmt gleich. Bis gleich. Obsidian Entertainment presents Pillars of Eternity. In einer sternenlosen Nacht versuchen fünf Wagen ohne Sicht nicht vom Pfad abzukommen. Der Anführer wirft immer wieder einen Blick in den Himmel, um sich abzusichern, dass er sich auf dem richtigen Kurs befindet. Eine trübe Laterne ist sein einziger Schutz gegen die aufkommende Dunkelheit. Doch der Himmel spendet keinen Trost und kein Licht und verrät nicht das Mindeste seines Wissens. Die Karawane besteht aus Reisenden auf dem Weg in das kleine Grenzdorf Goldtal. Du bist einer von ihnen. Ein ansässiger Adliger hat Siedlern von weit her Land und Wohlstand für einen Neubeginn angeboten. Du bist plötzlich erkrankt, schwitzt und zitterst, und einer der anderen Reisenden signalisiert dem Karawanenführer, deinetwegen anzuhalten. Er hält gerade rechtzeitig an, um nicht gegen den Stumpf eines umgefallenen Baums zu fahren, der den weiteren Weg versperrt. Heute Nacht werdet ihr nicht weiterreisen. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Schnurrbart und seine Hängewangen wie zur Bekräftigung erbeben. Alle bleiben nah bei den Wagen, kapiert? Bleibt aus den Wäldern raus und solltet ihr einen Spaziergang durch diese Ruinen da oben planen, so werden euch die Biester holen. Er nickt in Richtung einer bedrohlich wirkenden schwarzen Masse am Berghang. Die ganze Gegend wimmelt nur so von diesen Hüttenbewohnern, die euch für euer unbefugtes Betreten nur zu gerne mit ihrer Axt begrüßen würden. Achtet also darauf, dass ihr auf ihren verdammten heiligen Felsen keine Schlammspuren hinterlasst. Heute Nacht bleiben alle zusammen und am Morgen werden wir den Weg freimachen. Goldtal ist weniger als eine Tagesreise entfernt. Verstanden? Schließlich wendet sich der Karawanenmeister dir zu und schätzt dich stirnrunzelnd von oben bis unten ab. Könnte ein Hauch von Grollfäule sein. Hier in der Gegend gibt es einen Stechkäfer, der das überträgt. Sobald das durch deine Eingeweide durch ist, wird es dir wieder besser gehen. Es sei denn, du trinkst kein Wasser, denn dann wirst du in einem Tag tot sein. Hierzulande wächst eine kleine rosa Beere, die man Frühlingsbeere nennt. Ungefähr so groß wie ein Fingernagel. Wenn man sie isst, kriegt man höllische Magenkrämpfe. Aber die Grenzbewohner machen einen Tee daraus, der die Eingeweide beruhigt. Sollte dich über die Nacht bringen.
Du solltest dich mal umsehen, ob du welche finden kannst. Währenddessen schauen wir mal, ob wir nicht ein bisschen Wasser für dich auftreiben können. Odema schaut über seine Schulter zu seinem Assistenten, einem kernigen Mann namens Sparfell, der einen alten, sonnengebleichten Bogen trägt. Ich weiß, dass du vor Einbruch der Dunkelheit jagen möchtest, aber kümmere dich trotzdem zuerst um die Auffüllung unserer Wasservorräte. Hier ist jemand krank. Er nickt in deine Richtung. Sparfell nickt und lässt den abgenutzten Bogen über seine Schulter gleiten. Wo finde ich denn diese Beeren? Sie wachsen auf Büschen, die hier ziemlich gewöhnlich sind. Sehen ziemlich komisch aus, du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich glaube nicht, dass du dich weit von der Straße entfernen musst, um fündig zu werden. Und, ich weiß, dass ich gerade im Sterben liege, aber sag mir, guter Mann, was sind das denn für Ruinen, von denen wir uns hier befinden? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nichts, was es nicht auf der Hälfte aller Hügel in Eglanthoth zu sehen gibt. Wenn es dir nichts ausmacht, dir hier und da einen Pfeil einzufangen, kannst du ihren Schnickschnack in Trutzburg zu Geld machen. Sie haben sie zwar nicht gebaut, aber wenn sie nicht wie eine Bärenmutter darauf aufpassen, bin ich das Bildnis. Die Ruinen hier in der Gegend sind natürlich schon zigmal geplündert worden. Da drin gibt es nichts mehr, was auch nur einen halben Pfand wert wäre. Zwinkernd fügt er hinzu. Habe ich zumindest gehört. Ja, aber wer hatte nun diese Ruinen erbaut? Bitte erzählt mir mehr. Odema zuckt mit den Achseln. Gibt verschiedene Namen für sie. Siedler nennen sie Engwithaner. Niemand, den sie so gut gefielen, dass sie etwas gegen ihren Verfall taten. So viel steht fest. Und, ist es gefährlich da draußen? Muss ich auf mich aufpassen? Nicht, wenn du dich beeilst. Und auch nicht, wenn das Wetter hält. In seiner Stimme klingt Besorgnis mit, aber er geht nicht weiter darauf ein. Wie ist denn das Wetter hier draußen? Zu dieser Jahreszeit? Hauptsächlich Regen und Wind. Von Zeit zu Zeit gibt es hier draußen aber noch eine andere Art von Wind. Die Einheimischen nennen ihn Biawak, geboren aus dem Äther, dem Weg der Geister. Selbst habe ich ihn nie erlebt, aber darauf kann ich auch gerne verzichten. In Ordnung, dann schweigt einmal weiter, guter Herr. Ich werde mal diese Beeren suchen gehen. Moment! Nimmt dir jemand mit? Ich weiß ja, dass du kein hilfloser Grünling bist, wie die meisten der anderen. Aber sollte es dich erwischen, will ich nicht nach der Leiche suchen müssen. Schließlich habe ich einen Terminplan einzuhalten. Er schaut über die Reisenden und lässt seinen Blick dann länger auf einer robusten, gepanzerten Frau ruhen, die während der Reise die Nächte auf unebenem Boden ohne Decke oder Kissen verbracht hat. Kaliska! Kaliska! Die Frau schaut in aller Seelenruhe zu ihr hoch. Er muss ein paar Frühlingsbeeren finden. Sieh zu, dass er nicht tot umfällt. Keine Versprechen. Welche Art von Begleiterin sagt denn sowas? Eine, die du dir leisten kannst. Und immer kichert und schüttelt seinen Kopf. Er sieht dich an. Hör nicht auf sie. Du bist in guten Händen. Er wirft dir einen Seitenblick zu. Und überhaupt, ich zahle viel zu gut. Odemas leichtes Grinsen zieht sich unter seinen Schnurrbart zurück und er wird abermals streng. Fort mit dir. Heodan sollte Vorräte haben. Sieh zu, dass er dich ausrüstet, bevor du losziehst. Wir befinden uns in einem rauen Land. Hol dir deine Beeren und komm schnell wieder zurück. Und wenn auch nur das Geringste sein sollte, lässt du alles fallen und nimmst die Beine unter den Arm. Irgendetwas liegt heute Nacht in der Luft. Sollte es ein Biowak sein, werden wir Unterschlupf in die Ruinen suchen. Ich scheiß auf die Hüttenbewohner. Und damit beginnt es. Dags großartige Abenteuer eines armen kleinen Reisenden, eines Todgottähnlichen namens Faust. Nach langer Zeit in den Landen, die lebenden Landen, haben wir uns auf den Weg gemacht in das ferne Land hier, weit im Osten, um fremde Gestade kennenzulernen, die hiesige Flora und Fauna zu untersuchen und um mehr über diese riesigen, merkwürdigen Ruinen der Engwithaner herauszufinden, die sich scheinbar überall in Erglanfath und in Red Keras im Dürrwald befinden.
Was haben wir denn hier? Diese hohen, wie Grünglas wirkenden Säulen sehen so aus, als seien sie direkt aus der Erde gewachsen. Dieses flackernde Feuer lässt Schatten umhertanzen. Die Adra-Steine. Danach habe ich ihn nicht gefragt, denn tatsächlich sind diese Steine überall in der Welt zu finden und ich kann mir vorstellen, dass Faust definitiv weiß, was das für Steine sind und deswegen nicht wirklich nach ihnen fragen wird. Ja, wir sind in dieser kleinen Karawane auf dem Weg nach Goldtal. Okay. Du solltest nicht reden, ich habe alle Stimme ausgestellt. Du siehst einen Mann, der einfache, aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt. Ein gezackter Riss im Saum seines Waffenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinern. Als er dich bemerkt, schüttet er seinen Kopf und lacht. Einen ganzen Wagen voller Waren zum Verkauf habe ich mitgebracht, aber nicht genügend Hemden für die Reise. Er kratzt sich mit den Fingerknöcheln an einer Wange, die ganz so mit unebenen Stoppeln bedeckt ist, als ob er sich noch nicht ans Rasieren unterwegs gewöhnt hätte. Sag mal, kannst du vielleicht irgendetwas gebrauchen? Ich habe ein paar einfache Reiseutensilien im Angebot, falls dich was interessiert. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Gut, ach, hier drüben ist es. Ich habe gerade drüben geguckt, aber das ist nicht mein Inventar. Das ist ein bisschen voll. Okay, er hat alles Mögliche an Grundausrüstung zur Verfügung. Als Mönch kämpfen wir aber größtenteils mit unseren Fäusten. Sonst würden wir ja nicht Faust heißen. Und dementsprechend brauchen wir das nicht wirklich. Irgendwas stimmt nicht ganz mit den Anzeigen hier, wenn ich es rüber hover. Die vibrieren ein wenig. Liegt wahrscheinlich in meinem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht rüberkommt. Wir haben einen Gambeson, mit dem wir ausgerüstet sind. Der gibt uns eine gewisse Rüstung, aber verringert auch die erhöht auch die Erholungsgeschwindigkeit unserer verringert die Erholungsgeschwindigkeit, erhöht den Cooldown, whatever, unserer Fertigkeiten. Und wir haben einen Ring, der Gauns Schwur heißt. Ich weiß nicht, warum wir mit dem starten. Dieser Gegenstand beschützt den Träger vor den unzähligen Gefahren, die die Welt von Eora heimsuchen. Als einer der Aspekte des Gottes Eothers repräsentiert Gaun die Ernte des hohen Alters, was hier von den vielen ineinandergreifenden Sicheln dargestellt wird, die den Ring bilden. Da Gaun auch dabei hilft, die Würde des hohen Alters zu schützen, haben auch seine Anhänger geschworen, das verfrühte Ernte junger Leben zu verhindern. Okay. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Pillars of Eternity 2 besitze, in dem Gaun eine etwas größere Rolle spielt. So, und wir haben ein kleines Astralschweinchen als Haustier. Das können wir auch direkt schon mal ausrüsten. Haben wir auf unseren Reisen gefunden. Mhm. Okay, jetzt lass mal sehen, was du anzubieten hast. Vielleicht eine bessere Rüstung für mich. Nee, Gambeson ist tatsächlich das, was am wenigsten unseren Cooldown einschränkt. Dann gib mir einen kleinen Trank, den ich mir nicht mal leisten kann. Dann lassen wir es einfach bleiben. Okay. Wer bist du? Ich bin ein Händler. Ursprünglich komme ich aus dem Äderreich, aber ich habe versucht, hier draußen ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst reumütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen einige unerwartete Herausforderungen präsentiert. Und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du bestimmt schon gemerkt. Aber wir sind ja hier, um das Beste daraus zu machen, richtig? Oh, das ist böse. Ich muss das hier im Hintergrund ausschalten. Das muss ich nächstes Mal machen. Wir können es genauso gut versuchen. Genau meine Gedanken. Bitte erzähl mir doch etwas über das Äldierreich. Es ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Groß ist es aber immer noch. Das Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier, aber zu den Kolonien gehörten Rizeras und der Dürrwald. Vor gut 150 Jahren ist der Dürrwald vom Reich unabhängig geworden. Eine Tatsache, an die mich meine Gefährten gerne erinnern. Er grinst sich schief an und nickt in Richtung der verstreuten Karawanenteilnehmer. Und warum bist du den ganzen Weg bis hier herausgezogen? Weil es hier freundlicher, als in Rizeras zuzugehen schien. Meine Brüder haben das Kaufmannsunternehmen der Familie vor ein paar Jahren übernommen und für mich gab es zu Hause nicht mehr genug zu tun. Also zog ich aus, um das Geschäft zu erweitern. Da der Dürrwald eine ehemalige Äderkolonie ist, schien er mir ein guter Startort zu sein. Und so sehr ich den Arbeitsethos der Rezeraner auch bewundere, so kamen sie mir doch stets etwas fanatisch vor.
Anscheinend hast du da den Kürzeren gezogen. Das sehe ich aber nicht so. Heodan beginnt damit, die Kisten wieder in seinen Wagen zu schichten. Meine Brüder und ich arbeiten alle zum Wohle des Familienunternehmens zusammen. Okay, ich sollte besser gehen. Ach, Heodan, du Lusche. Gut, dann gehen wir doch am besten mal zurück, wo wir gekommen sind. Hier haben wir bereits Sparfell, der eigentlich unser Wasser holen sollte. Ich werde den Wasser früh genug besorgen. Der Strom geht nirgendwo hin. Gut, dann sehe ich schon, dass wir uns das Wasser selbst holen müssen, weil der ferne Herr sich zu fein dafür ist, es uns zu besorgen. Dieser Pfad windet sich durch eine enge Schlucht zurück zu dem Ausgangsort. Rillen im Boden zeugen von der Durchfahrt hunderter Karawanen. Lass uns mal bei diesen Felszungen danach sehen. Oh, und da kommt ja unser erster Kampf gegen einen jungen Wolf, der hier ein Reh gelegt hat, wie es scheint. So, und jetzt könnt ihr den Kampf sehen, das Kampfsystem von Pillars of Eternity mal kennenlernen. Es ist in Echtzeit. Unsere Leute hauen ein auf die Gegner ein. Wir haben auch Fähigkeiten, die wir nutzen können. Begrenzt pro Rast leider, das heißt, oder teilweise auch pro Kampf, pro Begegnung. Das heißt, die müssen wir gut einsparen. Das System bei dem Mönch ist es, dass wir Schaden einstecken wollen und dadurch Wunden zu generieren und unsere Fähigkeiten einzusetzen. Das heißt, eigentlich möchten wir an vorderster Front stehen, um eben viele Angriffe einzustecken. Gleichzeitig müssen wir eigentlich auch aufpassen, dass wir nicht zu viele einstecken, denn wir tragen meistens leichte Rüstung und sind deswegen sehr leicht zu erledigen. So, wir nehmen das Fell des Wolfes mit. Und schauen mal, wenn ich Tab drücke, kann ich nämlich alles Interagierbare aufleuchten sehen. So, und hier ist ja der kleine Busch mit den Frühlingsbeeren. Nach dem, was ich so höre, bist du eine Art Wissenschaftler. Ja, das kann man so sagen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, das von der Alchemie... Ich habe viel Zeit damit verbracht, das von der Alchemie in Aussicht gestellte Wissen zu verfolgen. Ach ja? Und wie bist du dann hier gelandet? Ich fand die Alchemie jedoch etwas beschränkt. Ihre Geheimnisse waren nicht die Geheimnisse, für die ich Antworten haben wollte. Auch wenn es mich etwas zu viel Zeit gekostet hat, um das festzustellen. Manche Dinge liegen einfach nicht in den Sternen und man kann sie auch nicht ändern. Da fragt man sich doch, ob uns die Götter nicht absichtlich in manche Situationen manövrieren, um sich anzusehen, wie wir damit umgehen. Kadiska nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon zu viel Zeit vergangen, dass ich das letzte Mal hier war, aber gefallen hat es mir immer. Fürst Redericks Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken, das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Das ist normalerweise bei der großen Stadt der Fall, die nur ein bisschen weiter die Straße hochlegt. Wo bist du hin unterwegs? Wahrscheinlich werde ich einen Weichen umherziehen, Ruinenuntersuchungen, die verschiedenen Pflanzen dieses Landes studieren. Was man als Wissenschaftler so macht? Das könnte ich nicht gegen dich halten. Mein halbes Leben bin ich unterwegs gewesen. Pass nur auf dich auf und entferne dich nicht zu weit von den Pfaden. Diese Lande sind wild und nicht nur auf eine Weise. Egal, ich verschwende hier meine Zeit. Odema wird mich ganz schön zusammenstauchen. Lass uns aufbrechen. Erzähl mir noch mal etwas über dich selbst, bevor wir weitergehen. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Dürrwald auf, meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rauertai, ein anderer in Ädir. Meine Schwester in Goltal ist die einzige echte Stubenhockerin. Und was kannst du mir so über den Dürrwald sagen? Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Ädreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge darüber zu Ohren.
Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären? Und zwar viele Leute. Das geht jetzt schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zittern in der Stimme fügt sie hinzu. Ich muss meine Schwester genauer darüber befragen. In Ordnung, dann lass uns mal ins Lager zurückgehen. Ich an deiner Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Sparfell irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aufsuchen und ihm ein bisschen Vernunft einbläuen. Der Strom ist gleich da unten. Komm schon, lass uns sein Wasser holen. Okay. Das habe ich mir fast schon gedacht bei Sparfell. Der wirkte nicht wie die Art von Mensch, die einfach mal Bock darauf hat, für uns unsere kleinen Botengänge zu unternehmen. Wir sammeln etwas verbrannte Dame. Was für ein wundervoll poetischer Name für einen Pilz. Und gehen runter. Ihr seht, ich weiß schon, wo alles ist. Also die Karte kenne ich auf jeden Fall auswendig. Ist auch relativ übersichtlich. Aber ach, schaut es euch einfach an. Ich liebe es. Ich liebe die Grafikstil und die Perspektive und alles. Und es ist wunderschön. Ich liebe diese Spiele. Ah, entschuldigt. Nein, ich entschuldige mich nicht. So, wir gehen erstmal hier den Strom entlang, um zu schauen, was wir auf dieser Seite finden. Oh. Die Leiche ist kalt und sondert einen beißenden Geruch der Fäulnis ab. Ein dunkler, verkrusteter Blutfleck prangt auf der einfachen Leinenkleidung. Und was hat Kaliska dazu gesagt? Vielleicht Reisende oder Plünderer oder Banditen. Wie man es auch nimmt, ein schlechtes Zeichen. Ja, vor allem scheint es hier bereits... Oh, hier scheinen häufige Leute überfallen zu werden. Seht hier schon etwas vermoderte Leichen. Hier sind frischere Leichen. Wir sollten uns definitiv vorsehen. Das wirkt hier nicht wie ein sehr sicherer Ort. Oh oh. Das ist wirklich kein gutes Zeichen, Scheibenkleister. Aber ich meine, hey, die Einwohner hier werden doch bestimmt verständlich sein, wenn sie sehen, dass der Baum unseren Weg versperrt. Was für eine Überraschung. Sparfell ist zur Jagd gegangen. Wenigstens hat er die Wasserschläuche hingelassen. Jetzt aber wirklich. Du kauerst am Flussufer und tauchst deinen Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Kaliska in der Nähe wartet und Wache hält. Als du aufstehst, bemerkst du, wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Aus den Bäumen tritt Sparfell hervor, einer der Speer. Im dämmerigen Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmend und verkrampft taumelnd. Kaliska runzelt die Stirn. Sparfell? Bist du in Ordnung? Sparfell bleibt mit der Fußspitze an einem Fels hängen, worauf er vornüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Pfeil scharf wie eine feindliche Fahne heraus. Scheiße. Hinterhalt! Und damit werden wir von glanfatanischen Jägern angegriffen. Verdammt nochmal, Sparfell ist tot. Und diese Nacht wird definitiv keine ruhige werden. Wir stürzen uns als allererstes auf die Dame hier, während unsere Begleiterin mit ihrer Fähigkeit versucht, den einen feindlichen Jäger zu Fall zu bringen. Bam! So laufen die Kämpfe übrigens meistens ab. Ich drücke Leertaste, gebe Befehle und lasse die Leute dann ihre Sachen machen. Problem ist, dass diese Jägerin hier unten mit dem Bogen die ganze Zeit unsere Gefährtin angegriffen hat und nicht mich. Deswegen konnten wir unsere Wunden gar nicht aufladen. Komm schon, wir müssen zurück ins Lager. Ja, 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 sofort. Wir eilen. Eilen sofort. Ganz schnell. Richtig pronto. Pronti. Pronti tutti. Die Leichen, die wir gerade gefunden haben, hätten eigentlich schon genügend Vorwarnung sein sollen. Aber natürlich haben wir nicht beschlossen, dem Rest im Lager Bescheid zu geben, sondern... beschlossen, doch lieber durch die Gegend zu spazieren. Und dann ist es geschehen. Die glanfatanischen Idioten greifen uns an. Verdammt nochmal. Sie sind schon hier oben. Das ist kein gutes Zeichen. Das größte Problem ist gerade, dass sie die ganze Zeit meine Gefährtin angreifen. Könnt ihr mich mal angreifen? Ich möchte Wunden generieren. Leute? Okay, dann flankiere ich euch halt. Blödmänner. Und Frauen. Du Sack. Hör auf, mich anzugreifen. Verdammt, 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 verdammt. So, die Kämpfe hier sind noch relativ einfach. Muss mal schauen, dass ich in Zukunft vielleicht, Kämpfe sind ein bisschen schwierig zu kommentieren.
Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Oh nein, oh Gott und oh boy. Oh Gott, das sieht nicht schön aus. Überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste der anderen Reisenden verstreut. Ausgestreckt, mit aufgerissenen Augen und schmutzig, liegen sie gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kalischka führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfe steigend ihre Äxte aus Körpern reißen, als ob sie in zwei gespaltene Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch dem ausgedehnten Haufen unter ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und mit einem stattlichen, verknoteten Bart ausgestattet, hält einem Mann, den du als Heodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffe nieder, Eindringling! Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Ihr werdet eh versuchen, uns alle zu töten. Warum sollten wir es euch leicht machen? Der Mann nickt leicht seitlich mit dem Kopf, womit er vielleicht die Scharfsinnigkeit deiner Worte anerkennt. Vieles kann geschehen, aber das Einzige, dessen dir sicher sein kannst, ist, dass ich ihn ausbluten lassen werde, wenn du deine Waffen nicht ablegst. Also, ich sage es nochmal. Leg deine Waffen nieder. Vertraue ihnen nicht! Sie wollen uns alle töten. Wir sind Wissenschaftler. Wir sind intelligent. Der Tierzahnkette, um dein... Best RP. Der Tierzahnkette, um deinen Hals nachzuschließen, seid ihr Anhänger Galvains. Würdet ihr aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galavain es euch befehlen würde? Der Mann runzelt die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt ausziehen. Heodan zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Stattdessen legt der Mann interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich, aber das würde er nicht, denn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Woher weißt du das? Weil es sich mit den ihren Überzeugungen deckt oder weil es das ist, was man dir gesagt hat? Der Mann starrt dich zornig an. Mein Volk hat das schon immer ich verstehe. Und welches von Galavains Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Jugend und Stärke ersetzt werden muss? Meinst du wirklich, dass Galavain es befürworten würde, dass ein paar modrige, zerbröselnde Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zu Staub zerfallen sind? Die Nasenflügel des Mannes blähen sich auf, als er zu schimpfen beginnt. Das würde er, das hätte er uns... Das hat er bestimmt nur... Dir persönlich nicht. Aber warum sollte dich das davon abhalten, Unschuldige umzubringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert und sie fast fallen lässt, was Heodan den einen Augenblick verschafft, sich vor dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Vor Wut aufheulend stürmt der Mann stattdessen auf dich zu. Ja, haben wir noch mal ganz kurz den Glauben einer Person erschüttert. So gefällt mir das. Jetzt auf, Leute. Oh boy, Heodan steht hier nicht gut da. Blendender Schlag. Dann blende mal bitte den feindlichen Anführer und versuch dich aus dem Ding hier zu lösen. Sehr gut. Okay, der Anführer ist erledigt. Puh. Das ist relativ einfach, der Kampf. Oh Gott. Oh Götter. So. Des Aufstehens nicht mehr fähig, liegt ein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchenden, unbeständigen Atemzügen. Er schaut nicht dich an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns! Angesichts seiner erstickten Seufzer, kaum hörbar, wirbelt ein flüsternder Windstoß die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut. Gut. Die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. Inmitten des heulenden Mahlstroms bewegt sich Odema, der mit Windschnittwunden über Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrad lehnt.
Mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Schnell! Hinein! Renn! Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und krallst dich in den Furchen eines verwitterten Felsens fest. Dann beginnst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit deinem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Heodan ist aufgrund seiner Verletzungen und seines anfänglichen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stürzt sich einer der vermeintlichen gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan schlägt nach seinem erschöpften Angreifer, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Ohne eine Waffe in den Händen kannst du von deiner Position aus wenig tun, um ihm zu helfen. Einen Stein aufheben und auf den Angreifer schleudern. Du ziehst genau und der dein Treffer befreit Heodan. Heodan kommt torkend auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er sich aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine der Windböen zur Seite und reißt eine seiner Hände hoch. Aber indem du dich auf den kalten Felsen hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an und hast das Gefühl, als würde dir deine beiden Arme aus dem Schultergelenk gerissen. Sie halten gerade lange genug, dass Heodan wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erbebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würden. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. War das? Heodans Worte wechseln sich mit keuchenden Atemzügen ab. Ein Biowak muss so gewesen sein. Dann haben wir Glück, dass wir noch am Leben sind. Und wir sind die Einzigen. Hier können wir nicht bleiben. Es könnte noch einen Einsturz geben. In dieser Richtung werden wir eh keinen Weg hinausfinden. Lass uns weiter ins Innere gehen. Und damit sind wir knapp dem Biowak entkommen und befinden uns nun in den alten, untergegangenen Ruinen der Engvitana. Genau genommen in den Ruinen von Silandlis. Was wird uns hier erwarten? Und was verbergen diese alten Ruinen der Engvitana vielleicht doch noch vor uns? Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge soweit gefallen hat. Das sind die großartigen Abenteuer des großartigen Faust, dem Stufe 1 Mönch Todgottähnlichen aus dem Land der Lebenden, der ein Wissenschaftler ist. Haha! Und in dem ich viel zu viele Punkte Intelligenz gepackt habe, die vollkommen wasted bei einer Mönchsklasse sind, aber ich musste es tun. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge soweit gefallen hat und bitte, lasst mich in den Kommentaren wissen, was euch eventuell gefallen hat, was euch eventuell nicht so gefallen hat, Verbesserungswünsche, Kritik und so weiter und so fort, würde mich sehr interessieren, denn dieses Projekt ist so ein kleines bisschen im Wandel und ich bin mir sehr unsicher und ich muss das irgendwie loswerden. Ansonsten, ich sag's einfach mal, falls ihr mir etwas persönlichen Druck nehmen möchte, sodass ich etwas besser in der Lage bin, regelmäßiger Videos zu machen, weil private Probleme nicht mehr ganz so krass sind, denkt doch vielleicht drüber nach, mir bei Patreon eine kleine monatliche Spende zukommen zu lassen. Der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung und in der Endcard. Und das war's auch schon mit dem kleinen Sellout. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tüdelü und ciao, ciao.